Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Oh, was bringen Sie uns da mit? Ein Utensilium. Ein Utensilium? Das weiß ich. Woher kommt denn der Name? Oder woher wissen Sie denn, dass das Utensilo heißt? Das ist von Litra, da habe ich mich schon ein bisschen schlau gemacht. Muss man überlegen, was ist das eigentlich? Ja, das sind eigentlich ist es eine Tafel und Sie haben da lauter kleine Behälter drauf. Ja. Ja. Unterschiedliche Formen, mal so eher quadratisch, mal so kugelig, mal so asymmetrisch, dann so oval, länglich. Dann quer oder becherförmig, also alles Mögliche. Und wenn man es so ein bisschen dreht, sieht man ja auch, dass man da richtig, man kann da richtig was unterbringen. Mhm, ja. Haben Sie es denn auch in Benutzung, dass jetzt, Sie da was reinstecken? Jetzt nicht, aber in meinem Ferienhaus habe ich es benutzt. Das war einfach praktisch, da hat man nicht so viel Möbel und alles. Und das war immer gleich am Eingang, Autoschlüssel, Schlüssel, alles ist Bleistifte. Das ist ja noch sehr gut im Zustand. Ja. Es ist auch eine tolle Farbe. Es ist sehr mit diesem Rot. Ja. Das gab es damals auch in verschiedenen Phasen. Also, das war natürlich auch zeittypisch, ja. Späte 60er Jahre und so. Das war natürlich alles bunt, das war so ein bisschen poppig und auch dass es jetzt hier so spielerisch angeordnet ist in der Zeit. Also so eine gewisse Freiheit hat das Ganze. Und dass man diese Sachen halt jetzt auch nicht mehr quasi in den Schubläden versteckt, sondern auch ruhig offen mal zeigt. Ja. Das ist so ganz typisch für diese Zeit. Mhm. Und wann war das, dass Sie das Haus gekauft haben? 1969. Ja. Ich nehme an, dass der Architekt, der hat alles eingerichtet und dass der das dann gleich mit eingerichtet hat. Dann würde ich sagen, das war ein sehr moderner Architekt. Ja. Weil er was Zeitgenössisches gekauft hat, das unmittelbar in diesem Jahr eigentlich auch entstanden ist. Ja. Der Entwurf ist von einer Dorothy Becker. Ja. Die hat eigentlich Linguistik studiert und ist eine Kosmopolitin, die hat überall auf der Welt gelebt. Und die hat dann irgendwann den Ingo Maurer kennengelernt. Das ist ein Leuchtendesigner, der hier auch in München ansässig war. Ja, Ingo Maurer hatte eine Firma gegründet und eben bei dieser Firma wurde das auch produziert. Ursprünglich hatte seine Frau, also Dorothy Maurer Becker, eigentlich an ein Kinderspielzeug gedacht. Sie wollte eigentlich für ihre Kinder etwas machen, so eine Art, so eine Tafel mit so Figürchen oder geometrischen Formen zum Ausschneiden. Ist aber überhaupt nicht angekommen bei den Kindern. Und dann kam sie darauf, vielleicht sowas zu machen. Das ist die große Version. Es gibt nämlich auch noch eine kleine Version davon. Die ist dann ungefähr so. Sie taucht eine Weile sehr häufig im Kunsthandel auf. Ich würde das jetzt hier mit 250 bis 300 Euro bewerten. Danke. Aber ich glaube, wichtiger ist die Erinnerung an den Ferienhaus, oder? Ja, freilich. Und dass Sie es nach wie vor benutzen. Ja. Das finde ich sehr gut. Danke sehr. Viel Spaß. Vielen Dank, dass Sie es uns gezeigt haben. Danke sehr. Schön.